Heyo Leute, willkommen zum Fragenfreitag und heute machen wir ein Quiz, welche Pizza am besten zu mir passt. Ich habe ja schon mal so ein Enis-Quiz gemacht, habe ich gesagt, ob die Ekel-Pizza-Challenge was für mich wäre. Und jetzt gucken wir einfach mal bei den normalen Pizzen, was da für mich das Richtige wäre. Viel Spaß. Welche Pizza bist du? Naja, ob ich jetzt eine Pizza bin oder welche für mich richtig ist. Naja, dicker Teig, knuspriger Teig, Fleisch oder Gemüse, maximal Belag oder dezent mit Käse. Das Pizza-Universum entfaltet unendliche Welten, Weiten. Damit du es in Zukunft leichter hast, haben wir die 5 unter Studenten beliebtesten Pizzen ausgewählt. Diavolo, Salami, Margherita, Veggie und Hawaii. Unser Quiz verrät dir, welcher Pizzatyp du bist. Los geht's. Was würdest du gerne studieren? Geisteswissenschaften, Medizin, Mathematik? Ich will nicht an die Uni, Forstwissenschaften. Da muss ich doch ganz einfach sagen, ich will nicht an die Uni, ich war nie an der Uni und möchte auch nicht hin. Wähle da eine Farbe, dann wählen wir doch gleich mal hier blau, meine Lieblingsfarbe. Oder bunt, bunt finde ich natürlich auch schön. Aber ich nehme blau. Annen, Mai, Kantereit, alles nichts Konkretes. Mai, Kantereit sind total überschätzt, mir unbekannt, Holzheim-Sorten, ganz oben in meiner Playlist, alles nichts Konkretes, mir total unbekannt, wahrscheinlich ist es irgendwie übersetzt, alles nichts Konkretes, aber ich kenn's nicht. An was denkst du? An einen Unfall beim Metzger? An die rote Hochzeit aus Game of Thrones, gehört hier Game of Thrones. An eins dieser Bilder, die Elefanten mit dem Rüssel malen. An Jackson Pollock. Das hier ist mir hier alles zu unruhig. Ich denke, ist cool. Wahrscheinlich hat eins dieser Elefanten, die mit dem Rüssel Bilder malen. Das wäre so irgendwie, was mir da am ehesten einfällt. Egal, ob du Ninja Turtles magst, ich liebe sie. Welcher ist hier am sympathischsten? Ja, ganz klar, der Michelangelo ist der coolste von allen. Diesen Sommer bist du wahrscheinlich auf Tomorrowland, bei Marokko am Ring, auf dem Chiemsee Reggae Summer, im Urlaub, einfach nur im Urlaub in Wacken. Ich würde gerne in Urlaub gehen, ist leider nicht drin, aber das wäre so das, was ich machen würde. Abseits von Festivals, wo möchtest du gerne mal hin? Nach Hawaii, auf Malle, zum Wandern in den Harz, zum Backpacken nach Mexiko, zum Städtetrip nach Rom. Nach Hawaii, an den Strand, ich liebe den Strand. Machst du Sport, Slackline, klar täglich, auch wenn es Sommer wird, hin und wieder, ich würde gerne Surf probieren. Ich hab's mir fest vorgenommen, wieder was zu machen. Es ist jetzt fast Sommer. Ich weiß nicht, wann ihr das Video seht, aber jetzt, wo ich das Video drehe, ist fast Sommer. Und deswegen gehe ich auch wenn es Sommer wird. Auf welchen Kinofilm freust du dich am meisten? Okay, die sind jetzt alle schon gelaufen. Ghostbusters, Suicide Squad, Fantastic Beasts, Finding Dory, X-Men, Apocalypse. Ich war in keinem der drin, aber ich hätte mich gerne mal Suicide Squad gesehen. Was trinkst du zur Pizza? Danach ein Schnaps, Apfelschorle, Bier, Pina Colada, Rotwein. Eine Cola? Ist nicht drin. Keine Cola? Dann nehme ich das Bier. Okay, schon die Auswertung. Pizza Margherita. Pizza Margherita. Du genießt das Leben und kannst dich auch an den einfachen Dingen erfreuen. Die sind nicht simpel, die tragen Eleganz in sich. Haben es gut ausgedrückt für einen Langweiler eigentlich. Also bei den Pizzatypen, die sie vorgeschlagen hätten, ich glaube, ich hätte Diavolo genommen. Ich werde auch weiterhin wahrscheinlich Diavolo nehmen und nicht Margherita. Laut dem Quiz sollte ich aber Margherita machen. So, das war's schon im Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mit einem Daumen nach oben. Hier sind mal 2 alte Videos von mir.
verlinkt, könnt ihr auch gerne draufklicken, sind sehr, sehr interessant. Und dann könnt ihr mich hier natürlich wie immer auch kostenlos abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Sehen Sie in den 90ern. Bye, bye.